Wir lassen heute einen Mann hochleben, der in diesen Tagen seinen 90. Geburtstag feiert, den aber niemand unter seinem echten Namen Horst Eckert, aber alle als Janosch kennen. Janosch, das ist der Schöpfer der Tigerente, des kleinen Tiger und des kleinen Bärs, des Herrn Wondrak. Er schrieb über 150 Kinderbücher, die in Millionenauflage erschienen und in über 40 Sprachen übersetzt wurden. Janosch ist aber mehr als ein Kinderbuchautor. Er ist ein zeichnender Philosoph, ein Schelm, ein Lebenskünstler, dessen farbenfrohe Zeichnungen vergessen lassen, welch düstere Kapitel er in seinem eigenen Leben durchlebt hat. Tübingen feiert Janosch jetzt mit einer großen Retrospektive, zu der wir vorab schon vorbeischauen dürfen. Und ich nehme Sie natürlich mit. Ja, an das denken Sie wahrscheinlich als allererstes, wenn man Janosch hört, an die Tigerente. Und wir sind jetzt hier bei den Machern der Ausstellung in der Galerie Art 28, die aber, Enrico, viel mehr zeigt als nur die Zeichnungen zum kleinen Tiger und kleinen Bär. Was habt ihr denn alles ausgesucht? Das sind die Blumenbouquets, das sind die Landschaftsbilder, die Karikaturen, der Herr Wondrak. Es ist für jeden was dabei, für jede Lebenslage, jedes Lebensalter. Von Janosch stammt der Satz, weil ich selber keine Kindheit hatte, muss ich sie jetzt ewig nachholen. Was hatte Janosch für eine Kindheit? Er hatte eine sehr schlimme Kindheit. Er wurde von Vater und Mutter beiderseits geprügelt. Das Familienleben war kein schönes. Daher versuchte er das in den Geschichten von Tiger und Bär oder von Onkel Popov oder dem Apfelmännchen oder auch Hannes Strohkopf immer wieder zum Hauptthema zu machen, Freundschaft und ewige Glückseligkeit. Janosch ist 1931 in Schlesien, in dem damaligen Hindenburg, geboren und ist mit seiner Familie nach dem Krieg nach Oldenburg geflüchtet. Als Vertriebene haben sie in diesem Fachwerkhaus, das wir hier sehen, gewohnt. Und das ist hier auch zugleich Janoschs allererstes Werk. Nicht mit dem Namen Janosch, sondern mit dem Namen Horst Eckert, Eckert unterschrieben. Die Idylle in dieser Landschaft und dieses wunderschöne Fachwerkhaus hat er später dann zum Haus für Tiger und Bär werden lassen. Mit Rieddach und mit anderen Elementen. Aber im Prinzip war es von Anfang an das Heim von Tiger und Bär. Ganz spannend finde ich ja die Bilder zur Religion. Von Edmund Stoiber stammt der Satz, man müsste Janosch aus den Kinderzimmern verbannen. Ja, das ist tatsächlich ein Zitat, das Edmund Stoiber, der ehemalige Ministerpräsident in Bayern, über Janosch verlauten ließ. Janosch fand das ganz amüsant und hat daraufhin eine ganze Kolumne, eine ganze Serie von kirchenkritischen Werken verfasst und erstellt. Janosch selber hatte eine sehr streng katholische Erziehung und wurde auch in seiner Zeit bei den Jesuiten stark oder schwer geprügelt. Das hat ihn sehr geprägt. Und deswegen hatte er einen Aber zur katholischen Kirche, aber vor allem auch zu den Jesuiten und den Pfarrern, die dieses ausgeübt haben. Seit den frühen 80er Jahren lebt Janosch auf Teneriffa und ihr habt hier sogar seine Finca und ihn abgebildet. Du hast Janosch schon oft dort besucht, auf Teneriffa. So ist das. Was führt er denn da für ein Leben und wie geht's ihm heute? Janosch lebt sehr zurückgezogen auf seiner Finca in Teneriffa und hat dort alles, wie er selber sagt, was er braucht zum Leben. Die Sonne, das Meer und seine Inspirationen aufgrund der Landschaft. Ihm geht's gut. Er ist 90 geworden, am 11. März wird er 90,
Für ihn ist das das Schönste, was er überhaupt machen konnte, zurückgezogen auf dieser Insel zu leben, weg vom Trubel, weg von den Medien, weg von den vielen Menschen. Und trotzdem freut er sich aber auch, wenn er Besuch bekommt. Er ist ein sehr weltoffener Mensch und gleichzeitig hat er auch sehr großes Interesse am Rest der Welt, am politischen Geschehen, am gesellschaftlichen Geschehen und ist immer mit allen in der Welt verbunden. Hangelt sich auch immer an den Büchern von Janosch entlang. Das sind ja weit mehr als nur Kinderbücher. Zum Beispiel hat er ein Kochbuch geschrieben und die Originalzeichnungen aus diesem Buch sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Jetzt gehen wir zu einer Abteilung, wo man nochmal ein ganz anderes Spätwerk von Janosch sieht und was viele kennen, Herrn Wontrack. Was hat es denn mit dem Herrn Wontrack auf sich? Ja, der Herr Wontrack, den wir hier an der Wand sehen, das ist ja sein alter Ego. Das ist er selber im Tigerentenkostüm. Herr Wontrack gibt zu allen Lebenslagen eine Antwort, eine Lösung oder einen Vorschlag und ist im Zwiegespräch mit einem Journalisten der Zeit, Herrn Tillmann Prüfer. Und gemeinsam entwickeln sie eine Serie, die seit 2013 im Zeitmagazin erschienen ist. Hier haben wir den Herrn Wontrack, der alle Grenzen überwindet, aber auch hier den allerletzten Herrn Wontrack, den er je gemacht hat. 2019 hat Janosch aufgehört zu zeichnen und zu malen für die Öffentlichkeit und Herr Janosch sagt einfach Tschüss. Termine für unsere Führungen durch die Ausstellung finden Sie unten in der Videobeschreibung und auf unserer Homepage. Sie können auch gerne eine E-Mail schreiben an info@heidegger.de. Da kann ich Ihnen dann antworten auf die nächsten Führungstermine. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen auf Janosch und seine Ausstellung hier in Tübingen. Mich würde es freuen, Sie zu begleiten. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser.